Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play F1 2017 mit mir, Alava 1990 und natürlich dem großen Grand Prix von Japan, Suzuka International Racing Course. Wir fahren Voreinstellung 5 und natürlich jetzt auch die Streckenakklimatisierung, fliegende Runde beginnen. Und ja, bin mal gespannt, wie wir jetzt hier mit unserem Renault in Suzuka schlagen werden. Suzuka, eigentlich relativ schnelle Strecke, mag ich auch sehr. So von der Streckenführung, von der Art. Und ja, mal gucken, was wir so reifen, erreichen werden. Zack. Normalerweise zweiter erreicht. Ja. Jetzt ist natürlich erstmal wieder Türchen fahren angesagt, um ein bisschen reinzukommen. Oh, meine Schulter, meine Schaltwippe quietscht. So weit würde ich nie, ehrlich gesagt, außen fahren. Ist natürlich... Hat natürlich ein bisschen was mit Geschwindigkeit zu tun. Da also die Linie halt zu wählen. Wie gesagt, das ist halt Ideallinie, die Türchen. Aber würde ich halt nie im Leben fahren. Also ich jetzt nicht. Das habe ich aber auch schon öfters gesagt. Dass ich halt meine eigene Linie wähle. Warum quietschen mir jetzt meine rechte Schaltwippe? Was ist denn da los? Genau da, ich bremse schon viel weiter, also 1S an. Und so extrem weit innen fahre ich die auch nie an. Die Kurve. Naja, mal gucken. Vielleicht reicht es ja. Trotzdem mit einer roten Flagge. Mit einem roten Kästchen. Na komm. Es sollte aber trotzdem ganz gut ausgehen. Wir haben jetzt noch 50 Punkte. Die sollten wir eigentlich kriegen. Sehr uneben auf jeden Fall hier. Wir setzen relativ häufig auf. Oh. So, hier einfach mal einen zweiten durch. Zack. So, da haben wir auch unser grünes Ziel. Ja, hätten wir die Dinge jetzt gekriegt, das rote... Also das, was rot ist, also die eine Haarnadel, dann hätten wir auch violett bekommen. Aber egal, hey, scheiß drauf. So, wir haben jetzt noch 5 Rennen, das ist Rennen 16. Qualifying Tempo nehmen wir noch mit. Klingende Runde, auf geht's. Suzuka ist halt auch so eine Speedstrecke, wo halt Bremsen auch wieder so tricky ist. Auch wieder schwer zu sagen mit den Bremspunkten. Habe ich auch immer unterschiedlich. Die Bremspunkte, weil ist halt vom Auto halt wirklich abhängig. So wie hier einfach durchziehen. Hier bremse ich beispielsweise bei 100 Metern. Relativ lange auf der Bremse, weil ansonsten schießen wir geradeaus durch. So. Natürlich auch immer schön hochschalten. Interessant, dass wir trotzdem Plus Minus zahlen. Zeit haben. Da halt kurz mal anbremsen und dann lange halt rollen lassen. So, hier fahren wir nämlich, oder fahre ich halt die Kurven ganz anders an, als die Türchen mir anzeigen. Hier halt ein bisschen weiter, dass man hier dann ein bisschen besser halt rauskommt. Im nächsten Gang. Hier kurz mal anbremsen, dass man da im sechsten reingehen kann. Da sieht man halt schon einen etwas anderen. So, gut, hier bin ich halt doch relativ weit in. So, 0,7 Sekunden. Sind wir immer noch besser als unsere erwünschte Zeit. 13 in 1,36 sollte auf jeden Fall machbar sein. Hier kurz mal bei 50 Meter. Und hier nochmal nachbremsen. Bisschen reinrollen lassen und dann früh aufs Gas. Da kann man sich aber auch verschätzen teilweise mit dem Gas geben im Scheitelpunkt. Weil wenn man ein Stückchen zu früh drauf ist, kommt man nicht auf den Curb, sondern in Kies rein. So, hier kann man nämlich auch dann schön langziehen. Wieder bei 100 Meter rein im zweiten. Dann kann man da schon wieder gut raus beschleunigen. Rein im sechsten, der ist auch im siebten. Und damit haben wir den... Zielrang 9. auf jeden Fall auch schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir hier in Suzuka
Bei Quali abschneiden. Ja, Rennen 16 ist es, 20 haben wir. Im Endeffekt. Und die, mal gucken, wie viel ich heute noch aufgenommen kriege. Weiter zu Qualifying. Ich würde ganz gerne heute noch so viel wie möglich kriegen. 1,352. Ist auf jeden Fall ganz gut. Die anderen fahren natürlich bedeutend schneller, aber ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ich habe so überlegt, wir haben ja 500 Punkte, ob wir vielleicht den Motor doch nochmal ein bisschen verbessern. Die Frage ist halt, soll ich jetzt wirklich noch zum Ende die Punkte ausgeben oder lieber lassen? Weil wir können zwar unseren Motor die Haltbarkeit verbessern, aber wenn ich in einem anderen Team, was wahrscheinlich denn eine Anfrage stellt, fahren tue, ich hoffe auf Mercedes, ist nachher auch wieder Schwachsinn, wenn ich da jetzt die ganzen Punkte ausgebe und für Renault dann nicht mehr weiterfahre. Ne? Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, unsere Agentin sagt uns erstmal unsere Season-Ziele. Zehnter oder höher und Ocon schlagen. Das ist halt immer so das Normale. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Cockpit wieder. Und ja, ihr wisst Bescheid. Wir müssen es aus. Ich muss rausschneiden, das ganze Intro. So, da bin ich. Ich würde sagen, wir gehen sofort zur Strecke. Parkfamilie-Regeln ist okay. Voreinstellung 5. Wie gesagt, ich bleibe bei den Standardeinstellungen. Ich setze mich da jetzt nicht hin und mache die ganzen Feinjustierungen. Das könnt ihr machen. Natürlich gibt es immer bessere Setups. Und. Jo. Dass wir vielleicht keine Top-Zeit kriegen, das liegt daran, dass, wie ihr seht, unsere Sachen doch relativ hart schon abgenutzt sind. Die werde ich aber dann nach dem Qualifying in der Folge hier definitiv noch wechseln. Dass wir da eine gute Chance haben. Mit einem frischen. Ja, mit der kompletten frischen Power-Unit mehr oder weniger durchzuziehen. Von Dorn. Oh, zu weit raus, ist egal. War aber kein großer Zeitverlust. Von Dorn könnte vielleicht ein Zeitverlust werden. Fahren mal ein bisschen anders an die Kurve. Ich weiß es nicht. Er kann, wie gesagt, jetzt ein Problem werden. Beim Anbremsen. Nochmal kurz runter. Und raus. Sieht ganz okay aus. Verbrennungsmotor ist bei 16%. Nach dem Rennen wird er wahrscheinlich bei 30% sein. Ich denke mal, in Abu Dhabi oder so werde ich wahrscheinlich nochmal einen neuen Motor installieren müssen. Was haben wir? 1,33. 0,7 Sekunden hinter Bottas. Sollte ganz okay gehen. Ich weiß nicht, wo ich die Sekunde vielleicht hätte noch herholen können. Aber sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wir gehen. Ja, 0,6 Sekunden halt. Ja gut, es geht halt bedeutend schneller, ne? Wir haben halt unseren Abtrieb nicht am Start. Ja, 6,3 sind wir fast mit gleich. Ist ein kleiner Unterschied. Ja gut, aber egal. Ich würde sagen, wir gehen mal. Ja. Zurück zu unserem Laptop, Season Ban, und bin mal gespannt, welche Platzierung wir nehmen. Fünfter! Sehr schön, das heißt 0,4 Sekunden, Alter, eine Sekunde. Ist definitiv, also 1,32 ist definitiv drin, ne? Aber nicht mit unserem Renault. Aber wenn wir so den fünften, vielleicht kriegen wir sogar noch den vierten, irgendwie so, fünfter, vierter werden, ist es definitiv machbar. Und wir könnten in der Konstrukteursmeisterschaft vielleicht Zweiter werden. Weil ich glaube, uns fehlen nur 2, 3 Punkte. Auf den vor uns, glaube ich, bin ich der Meinung. Und 32 Punkte, glaube ich, auf den dritten oder vierten in der Fahrermeisterschaft. Ich weiß jetzt nicht, welchen Platz wir da genau belegen. So, und wir kriegen mal wieder ein bisschen Punkte. Die ganzen Punkte, ja, Ocon haben wir jetzt schon 7 Punkte hinter uns gelassen. Mercedes, ja, zeigt noch nicht so wirklich Interesse. Schade eigentlich. So, Red Bull mehr, Williams, Force India, Toro Rosso, es sind halt schlechte, da will ich definitiv nicht fahren. Bevor ich jetzt aufhöre und ins Rennen springe für euch, möchte ich ganz gerne nochmal
Hier die ganzen Sachen austauschen. Und zwar einmal die MGUK. Jo. Die MGUH. Passt. Und einmal den Turbolader. Dann haben wir alles nämlich komplett neu. Und Getriebe ist ebenfalls alles neu. Also von daher passt es. Und ich würde sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am Donnerstag 15:30 hier zum Rennen von Japan. Genau, ich habe fast das Land vergessen. Auf Suzuka wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.